Hallo und willkommen zu einer neuen Wochenlegung. Kurze Info, mein Online-Kurs ist noch bis zum 25. Mai geöffnet. Das heißt, bis dahin kann man sich noch anmelden und danach switche ich wieder auf die Warteliste, falls du dann im Herbst dabei sein möchtest. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der Legung. Ich gucke wieder erst mit den Lenormand-Karten rein, was die Woche so energetisch zu bieten hat. Und ergänze mit Orakelkarten. Da kommt schon die Störche rausgeflogen. Die Sonne, der Fuchs, das Schiff, die Sense, die Wege und der Anker und die Kreuze wollten auch noch raus. Okay. Also irgendwie liegt hier eine schicksalhafte Veränderung oder irgendwo kommt Bewegung rein. Hier haben wir auch das Schiff und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt Dinge passieren, die dich in eine neue Richtung schieben. Weil wir haben ja auch die Sense mit den Wegen. Und ich habe das Gefühl, dass es hier ganz plötzlich zu einer neuen, ja, zu einer neuen Entscheidung kommen kann, zu einer neuen, zu einem neuen Richtungswechsel, habe ich das Gefühl. Und irgendwo kommt sehr viel mehr Klarheit und auch irgendwie so eine Erfolgsenergie. Plötzlich macht irgendwas viel mehr Sinn und du erkennst die Dinge für das, was sie sind. Und auch mit dem Fuchs habe ich das Gefühl, dass irgendwo Klarheit reinkommt, wo du vielleicht vorher auf dem falschen Weg warst oder du hast irgendwie an einem bestimmten Gedanken festgehalten, weil du dachtest, genau so muss es jetzt weitergehen, genau so hast du für dich die nächsten Schritte geplant. Aber plötzlich wirst du erkennen, dass das überhaupt nicht richtig für dich ist. Oder du wirst irgendeinen Impuls bekommen, der dir plötzlich zeigt, dass es noch ganz andere Möglichkeiten gibt. Und ja, ich habe hier so einen richtig klaren Aha-Moment. Und ich glaube, der wird auch irgendwie so, es ist so eine schicksalhafte Begegnung oder irgendwas macht plötzlich Klick und dann weißt du, welchen Weg du einschlagen sollst. Und wahrscheinlich ist der komplett anders, als du es geplant hast. Ich gucke gerade nochmal. Also eben, diese Vögel und das Schiff. Also irgendwie kann es auch sein, dass du im Urlaub, dass du irgendwie einen Ortswechsel hast und dadurch bestimmte Erkenntnisse bekommen hast. Vielleicht hast du auch ganz neue Menschen kennengelernt, die dir plötzlich eine ganz andere Perspektive aufgezeigt haben. Oder du bist an irgendeinem Ort und da hast du plötzlich so einen Aha-Moment, weil der dich an irgendetwas erinnert. Oder plötzlich ist es irgendwie so das fehlende Puzzleteil, auf das du die ganze Zeit gewartet hast. Und dadurch, dass du das jetzt hast, wird es hier ganz schnell gehen, weil die Sense ist auch immer für wirklich rasant schnell irgendeinen Impuls, der dazu führt, dass du hier komplett deine Richtung irgendwie wechselst und erkennst, dass die Pläne, die du vorher hattest, vielleicht noch nicht optimal waren, dass irgendwas noch gefehlt hat. Und genau diese Erkenntnis wird sich aber diese Woche irgendwie einstellen. Und dadurch, mit dem Anker, habe ich auch das Gefühl, gibt dir das irgendwie so ein bisschen mehr Stabilität und irgendwie auch so eine Erleichterung. Auch wenn die Kreuze eher manchmal auch so ein bisschen belastend sind, habe ich eher das Gefühl, dass dadurch, dass du jetzt dieses letzte Puzzleteil irgendwie bekommst, du die Dinge plötzlich ganz klar siehst und für dich du gar nicht mehr zweifelst oder gar nicht mehr deine nächsten Schritte irgendwie so hinterfragst oder anzweifelst und gar nicht mehr diese Unsicherheit in dir hast. Für dich ist es auf einmal ganz klar und deswegen kannst du diesen Weg dann einschlagen, ohne dir den Kopf zu zerbrechen oder irgendwie andere um Rat zu fragen oder irgendwie so unsicher zu sein. Da haben wir noch die Amaryllis. Respekt und Bewunderung hast du dir verdient. Nimm Komplimente dankend an. Okay.
Ja, vielleicht machst du auch irgendetwas oder irgendetwas trägt auf einmal Früchte. Du bist irgendwo erfolgreich, weil du für irgendetwas losgegangen bist. Du hast dein Schicksal quasi selbst in die Hände genommen. Und deswegen haben wir ja auch hier quasi zweimal diese Erfolgskarte. Stellt sich jetzt hier dieser Erfolg bei dir ein und da sagt die Karte, dass du das auch mal annehmen darfst, dass du da dankbar für sein darfst und diesen Moment auch mal genießt. Weil meistens ist es ja so, Menschen haben immer wieder Ziele, nach dem einen Ziel folgt das nächste Ziel und irgendwie kommt man nie an. Und deswegen haben wir hier auch den Anker, dass man ab und zu auch mal diese Zwischensteps, diese Meilensteine auch wirklich mal zelebrieren soll und dankbar dafür sein soll, was man erreicht hat, wo man angekommen ist und ab und zu auch mal so vergleichen, wo stand man vor einem Jahr oder vor 5 Jahren und was hat man in dieser Zeit alles erreicht, um das auch mal wirklich zu verstehen. Da kamen drei Karten raus. Einmal hier die Entspannung, der Stillstand und die Power. Okay, das ist jetzt ein bisschen gegensätzlich, aber ich glaube, darum geht es auch und das, was ich gerade meinte. Wenn man nämlich immer von einem Ziel zum anderen hetzt, vergisst man zwischendurch mal hier zu leben, sich zu entspannen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, das auch anzuerkennen. Und hier diese Balance zwischen Stillstand und Power, dass man genau das Gefühl dafür hat, wann ist es wieder wichtig, den nächsten Schritt zu gehen, wann ist es auch mal wieder gut, ja, seine Erfolge zu feiern, sich auch mal hier eben diese Auszeit zu nehmen, mal Urlaub zu nehmen, einfach mal was für sich zu tun und dass man lernt, diese Balance zwischen Arbeiten und Genießen und Entspannung, dass das so im Einklang ist und dass man nicht irgendwie sein Leben lang irgendwelchen Zielen hinterherhetzt und dadurch ja verpasst, sein eigenes Leben zu leben und ja auch mal die schönen Seiten quasi aufsaugen kann und nicht nur irgendwie im Hamsterrad stecken bleibt oder wie gesagt, das eine nach dem anderen Ziel zu erreichen. Und dann haben wir hier noch das neue Leben. Und hier haben wir nochmal die Weggabelung. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass für den einen oder anderen diese Woche irgendwas wirklich ja, tiefgreifendes auch irgendwie passieren kann, was wirklich dazu führt. Und hier haben wir ja auch den Anker, das Schicksal, die plötzliche Veränderung. Und ja, dass man dafür auch offen sein soll. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, hier ab und zu mal wieder auch in die Stille zu gehen, dass man mal aus diesem Hamsterrad immer machen, 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 dass man da mal rausgeht und auch ja empfänglich ist für bestimmte Informationen und auch mal wieder das, was man getan hat, reflektiert, um mal auch offen zu sein für neue Pläne, für neue Ideen, für neue Impulse. Und ja, also es kann jetzt bei jedem unterschiedlich sein, aber irgendwie ist ja so eine kraftvolle Veränderung, irgendwas schlägt so quasi wie der Blitz ein und deswegen auch diese Sense, dass so von jetzt auf gleich so bam, voll klar ist, was so dein nächster Schritt ist oder die Erkenntnis, die dich jetzt auf deinem Weg irgendwie weiterbringt und auch für mehr Harmonie irgendwie sorgt, dass du nicht mehr nur dich verausgabst, sondern irgendwie das Leben viel harmonischer läuft. Es wird sich nichts ergeben. Und ja, das passt dazu, dass man, wenn man nur kämpft, wenn man nur kämpft und arbeitet und immer in dieser harten Energie ist, und das ist dann halt dieses Thema, wenn man nicht in dieser Balance lebt, dann ja, ist die Energie zu hart und dann lebt man zu sehr im Widerstand und Widerstand hat eine super schwierige, schwere Energie, womit man sich quasi seinen eigenen Fortschritt oder das, was man sich manifestieren möchte, eigentlich weiter von sich wegschiebt, weil man einfach so eine verbissene, harte Energie dahinter hat. Und hier haben wir auch noch eine neue romantische Phase. Und ja, sei es im Job, sei es in der Liebe oder in welchem Bereich auch immer, in allen Bereichen ist es wichtig, diese Balance zu haben und ja, in diese Entspannung auch mal zu gehen, weil nur dann bist du offen für neue Begegnungen, für neue Informationen und dadurch hat das Leben auch die Chance, sich einfach frei zu entfalten und in den Flow zu kommen.
Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Und da nehme ich jetzt irgendwie so wahr, dass du dich vielleicht zu viel mit anderen Menschen vergleichst und dadurch dann auch diese Rastlosigkeit entstehen kann. Dass wenn du siehst, okay, die machen das so und so, du das mit dir vergleichst und du dann immer in diesem, und das bezieht sich dann auf dieses Thema, nie genug haben, nie genug erreicht haben und immer mehr geben und nie in diese Stille zu gehen und das, was du erreicht hast, einfach mal für dich anzuerkennen und dankbar zu sein, ohne das mit anderen zu vergleichen, weil am Ende sehen wir im Leben anderer Menschen auch nur die Oberfläche und was alles dahinter steckt und was die Menschen für Themen haben, das sehen wir nie. Und wir sehen meistens nur, vergleichen die Fülle der anderen mit unserem Mangel und das kann nie zu positiven Gefühlen führen und bringen tut es einem auch nichts. Und akzeptiere Schwierigkeiten als Lektion. Und ja, das ist es dann vielleicht. Du vergleichst dich zu viel mit anderen, bist dann viel zu sehr auf deinen Mangel fokussiert, anstatt du hier auch mal dankbar dafür bist, was du alles erreicht hast und auch irgendwie diesen Stolz für dich hast. Und hier ist ja Bewunderung und Respekt, dass du das bei dir erkennst, was hast du alles geleistet, was hast du alles erreicht und da den Fokus drauf setzt und nicht darauf, was andere machen, was andere Menschen erreichen. Das führt nur dazu, dass du rastlos wirst. Und dann, deswegen kommt diese Karte hier raus. In dieser schweren Energie entsteht einfach nichts Positives, weil dieser Mangel und diese Angst, nicht genug zu haben, dass andere Menschen mehr haben als wir, führt zu nichts. Und wenn du halt mal eine Herausforderung hast, dann sieh das nicht als Bestrafung oder als Last, sondern eher, dass du daraus was lernen kannst und dadurch können sich wieder neue Dinge entfalten. Und eben, ich habe das Gefühl, wie gesagt, irgendetwas passiert diese Woche. Entweder triffst du Menschen, die dir irgendeinen Input geben oder du erhältst diese Information einfach so plötzlich als Geistesblitz und du hast plötzlich ganz neue Möglichkeiten, kannst ganz neue Entscheidungen treffen, die quasi dein ganzes Leben auch positiv beeinflussen können und was dazu führt, dass dein ganzes Leben sich quasi komplett verändern kann. Bei den Wandel haben wir hier auch noch. Und wie gesagt, die Kreuze, was ja auch für so eine schicksalhafte Fügung stehen kann. Und ich ziehe noch eine abschließende Karte. Und hier haben wir noch, dein Optimismus öffnet viele Türen. Und das ist es halt. Wenn du bei dir bleibst, wenn du dankbar bist für das, was du erreicht hast, du dankbar für deinen Weg bist und diesen Fokus von anderen wegnimmst, sondern einfach nur voll und ganz bei dir bist, bist du automatisch in einer viel positiveren Energie. Und diese positive Energie wird dazu führen, dass du im Außen auch positive Ereignisse anziehen kannst. Und die Menschen in deinem Umfeld werden viel positiver auf dich reagieren. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, ganz andere Dinge auch zu manifestieren. Und diese Energie ist auf jeden Fall wichtig, offenherzig und innovativ zu sein. Und mit der Innovation habe ich halt auch das Gefühl, eben ist hier so eine ganz neue Erkenntnis, ein ganz neuer Weg, wo du vorher einfach gar nicht dran gedacht hast. Und den Plan, den du vielleicht jetzt für dein Leben hast, ist definitiv, glaube ich, nicht so der einzige Weg, den es für dich gibt. Ich glaube, es gibt noch irgendwie, wie gesagt, ein Puzzleteil, das du noch brauchst, um plötzlich diese Klarheit zu haben und dann mit voller Kraft voraus diesen neuen Weg einzuschlagen, der dir dann am Ende hier so ganz neue Möglichkeiten und für den einen oder anderen wirklich so ein komplett neues Leben beschert. Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Spannende Woche und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche. Bis dann.